Okay, jetzt sind da die Echsen. Kannst du mich ganz kurz equippen? Genau, mehr wollte ich auch gar nicht. Aber lasst mich jetzt ganz kurz etwas schauen. Werkzeuge. Kann ich meine Waffe vergiften mit einem netten Giftfläschchen? Geht das denn? Leere Flasche, Sprengpfeil. Am Bogen wäre auch nicht schlecht, aber da sind wir nicht drauf geskillt. Weiß ich gar nicht, ob wir den überhaupt... Ach, den können wir noch benutzen. Ach, das sind die Anhänger da. Ja, ist blöd. Die kann ich auch halten, aber... Wieso? Wieso will ich einen Ziegel halten? Kann ich dann wahrscheinlich irgendwo gut verkaufen oder auch nicht gut verkaufen, je nachdem. Essentielles. Sonstiges, aber nirgendwo... Was zum... Auf die Waffe schmieren. Heilung. Heilung ist es ja nicht. Nee, Kürbis, kann ich den essen? Kann ich benutzen? Kombinieren. Oder sag bloß, ich habe die Giftflasche nicht mehr. Nein. Ach, den kann ich werfen, um Lärm zu machen. Ah, wahrscheinlich halte ich den dann auch so. Okay, würde ich sagen, probieren wir mal. Nochmal den Spaß hier unten. Aber diesmal mit Vorsicht. Und nehmen uns einen nach dem anderen vor. Oder wir schicken die anderen einfach vor. Und passen mehr auf dadurch. Ich muss auch mal unser Leben im Auge behalten. Nein, das war die falsche Richtung. Um zu sehen... Oh, da ist noch einer. Ist das jetzt der nächste? Oder können die sich regenerieren? Oder was ist mit denen los? Ja, ich kann auch nicht treffen. Das ist Wahnsinn. So, die haben sich da schon schön einkesseln lassen. Das ist natürlich wieder totale Spitze, ne? Und Rook ist schon wieder down. Ja, der gute alte Rook halt. Dem geben wir aber auch sofort Hilfestellung. Schön, das habe ich vorhin schon gelesen. Das habe ich jetzt nicht vorgelesen. Das hat ja keiner gelabert, ne? So, Schwanz ab. Ich glaube, wenn der Schwanz ab ist, mache ich auch doppelten Damage, wenn ich von hinten komme. Mache ich halt einfach Pedobär-Style, dann geht das schon. Und, pam, Explosion. Das geht schon. Nein. Oh. Mir geht wirklich das Rollen ab. Also jedenfalls so ein bisschen. Brennschaden ist natürlich auch super. Ach, der macht so viel Schaden, der Brennschaden. Okay. Das ist gut zu wissen. Und Rook ist schon wieder tot, das gibt's ja nicht. Oh, nein, es war Robin. Ja, das kommt davon, wenn die Namen verschmelzen. Dahinter will ich nicht. Eine Echse. Noch eine Echse. Nein, 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 Rook. Tot. Wahrscheinlich haben wir vorhin nicht alle gepult unbedingt. Oh, kriege ich da viel Leben wieder. Oh, nett, 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 nett. Wow, au, au, das hat wehgetan. So, und Gott sei Dank können wir Rook 10.000 Mal beleben, ohne dass irgendwas passiert. Ja, kommen auch natürlich immer 10.000 Echsen und 10.000 Heilungsversuche. Ich sollte mich außerdem auf eine konzentrieren, das wäre nicht ganz blöde von mir. Wie viel sind es jetzt? Jetzt sind noch zwei. So, wenn es eine ist, wird es glaube ich nicht mehr so schwierig, aber das habe ich vorhin auch gedacht und habe dann, da ist noch einer. Heil mich bitte, bitteschön, dankeschön. Schnell, da wenn es geht. Und Robin ist schon wieder tot. Oh Gott. Okay, das ist wohl unser erster Mini-Boss-Kampf. Miniboss-Hanf. Na, da war ich jetzt nicht drin. Was macht ihr denn, Leute? Ach, Mensch, Robin, du hältst ja auch gar nichts aus. Okay, bitte nicht. Ich will nicht sterben. Oder wirklich nur ungern. Da haben wir eine Echse. So. Sind es eigentlich kleinere Echsen? Nein, du schlägst mich nicht, du schlägst mich nicht. Und Robin ist schon wieder down. Mensch, Mensch, Mensch. Gott sei Dank können wir die immer beleben. Und da... Was? Den habe ich gar nicht gesehen. Okay, das heißt dann wohl genau eines für uns. Nämlich, okay, es heißt zwei Dinge für uns. Erstens, ich bin ein scheiß Spieler. Aber das ist natürlich schon bekannt. Und zweitens, wir brauchen ein höheres Level hierfür. Auf jeden Fall. Höheres Level wäre gar nicht so dämlich.
Oder bessere Ausrüstung. Das wäre natürlich auch noch eine zweite Möglichkeit. Jetzt kriegen wir natürlich die Giftflasche. Die hätten wir vorhin gebraucht. Kommt mir das auch bloß so vor, oder haben wir die erste Echse vorhin besser geschlagen? Oder, Ratten. Das ist mal so ungewohnt, dass einen Ratten nicht angreifen, aber ja. Aber Fledermäuse schon. So, die sind eh schon tot. Nein, caste bitte nichts runter. Da wollen wir gerade nicht hin. Da gehe ich nämlich später hin. Ist einfach so, Rook. Es nützt nichts, dich zu beschweren. Habe ich da gerade irgendwas gesehen am Boden? Oder Totenschädel oder sowas? Ja, ein Totenschädel. Kann ich werfen, um Lärm zu machen, natürlich. Und hier ist ein Hartknollenmilchfläschchen. Ich sollte mir auch mal ansehen, was die ganzen Items bringen. Anstatt sie einfach nur zu horten, wie. Was weiß ich. Irgendwas, was hortet. An unserer Ausdauer kann es nicht gelegen haben, oder? Also, ich meine jetzt ausnahmsweise nicht. Bis auf, dass sie nervt, wenn ich die ganze Zeit rumrenne und dann nichts passiert. Oder er die ganze Zeit einfach bloß blöd an der Stelle steht. So, über eine Kiste laufen, um sie zu zertrümmern. Geht natürlich auch. Oh, ist hier Öl? Oh, Öl. Das ist natürlich viel, viel besser. Eine Flasche mit Öl, kann ich noch mehr nehmen? Nee. So, dann schmeiße ich sie gegen Rook oder gegen Robin. Mensch, 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 die verwechsel ich auch immer. Hier ein schöner kleiner Wasserfall. Ja, die Echse, die gibt's wohl später. Vielleicht habe ich auch zu viel Schiss. Oder weil ich nicht zocken kann. Wie gesagt, kann immer dran schuld sein. Aber ich möchte es nicht im Let's Play 10-mal versuchen, dieses Ding kaputt zu machen. Insel Finstergram ist abseits der Küste von Casades erschienen. Besucht des Nachts das Pier. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Wenn die erschienen ist, es könnte ja sein, dass das dann, ja, Dark Arisen oder Arisen. Wie gesagt, ich bin zu faul, mir das jetzt anzuschauen. Luftdichte Flasche. Ach Mensch, habe ich vorhin übersehen. Ist sogar bei meinem Raubzug noch was übrig geblieben. Tja, ich würde dann mal sagen, schauen wir einfach mal in die Ausrüstung. Nein, Aufträge. Da haben wir es. Wenn ihr mehrere Aufträge gleichzeitig angenommen habt, könnt ihr einen davon als vorrangigen Auftrag festlegen. Ja, ist super. Das muss ich jetzt nicht unbedingt vorlesen. Okay. Ja, Informationen. Die habe ich schon gemacht, oder? Habe ich die schon gemacht? 10 Banditen. Süden von Gransis oder Gransis oder was weiß ich. Hier, Möwen, ja, könnte ich eigentlich machen. Versuche ich einfach mal Umgebung von Casades. Versuche ich einfach mal das zu machen. Hier findet ihr eine Übungsmöglichkeit. Übungsmöglichkeiten. Ach so, Mehrzahl. Okay, klar. Vorlesen ist auch nicht unbedingt die beste Möglichkeit. Bei erfolgreicher Beendigung winkt eine Grundbelohnung von 1000 Gold und 750 Erfahrungspunkten. Tötet 2 Seevögel. Als vorrangigen festlegen. So, mache ich mal den hier. Details schaue ich mal an. Ein Kämpfer sollte scharfe Augen haben, um selbst die kleinsten Ziele punktgenau zu treffen. Kürzlich haben die Seevögel sich die Fische geholt, die wir im Dorf zu trocknen draußen gelassen haben. Ihr könnt eure Augen schärfen, indem ihr einige von ihnen zur Strecke bringt. Ja, heißt einige ist gleich 2. Ist klar. Okay. Ich glaube auch, dass wir die Aufträge abgeben müssen. Oder was weiß ich, müssen wir die Aufträge abgeben oder sind die automatisch erfüllt? Oh, eine Frau. Was ist das denn? Was ist jetzt passiert? Okay, ich habe keine Ahnung. Hallo Lesaya. Wie geht's dir denn? Na?
wo die Heilblumen wachsen, hm? Habt ihr schon am Strand gesucht? Wenn nicht jetzt, dann vielleicht bei Nacht. Ich erinnere mich, in der letzten Vollmondnacht welche gesehen zu haben. Also Mädchen, entweder du bist blind oder du bist dumm. Ich hoffe nicht, dass es das Erstere war. Also, nee, nicht wirklich, Mädchen. Also, nein, nicht wirklich. So, aber Seevögel haben hier ein paar Fische geklaut. Da muss ich hier Seevögel auch mal ganz kurz töten. Und da habe ich einen verpasst. Ja. Ist auch nicht die beste Idee. So, das geht wenigstens. Nein. Ich muss auch mal ganz kurz überprüfen, wie ich die Seevögel am besten töten kann. Oder kann ich die irgendwie toggeln, damit ich dann mit Feuerbällen drauf rumschießen kann? Die Sternfallbucht. Ja, natürlich. So, die Kisten bleiben anscheinend offen oder auch nicht da oben. Oh, nein. Renn hinterher, renn hinterher. Nein. Ah, jetzt hätte ich sie fast erwischt. Also weiß ich jetzt auch schon, wie ich die Seevögel töten kann. Also hier hinrennen und in der Ecke töten. So wie die Wölfe. Einfach umzingeln, dann geht das schon. Oder einfach in irgendeine Ecke treiben. Was heißt dieses lilale Ding? Das sieht komisch aus. Heißt das... Ach, Mensch. Hätte ich jetzt gewusst, dass da ein Seevogel ist? Ach, das ist ein Fisch. Da kann ich die mal sammeln. Und mein Ding ist aus. Ja, schon wieder. Also die Laterne geht auch alle 3 Sekunden aus. Wirklich Wahnsinn. So, tue ich mal versuchen, Öl nachzufüllen. Nehme ich mal eine von Robin, die hat schon viele. Ja, füllen wir mal 2 ein. So, und wehe, jetzt geht das nicht. Natürlich geht das nicht. Also echt, da... Ja. Muss ich jetzt wieder ausrüsten und abrüsten, oder wie? So, machen wir nochmal das Gleiche. Geht natürlich noch nicht. Aber jetzt geht's. So. Ich hoffe, jetzt brennt sie auch ein bisschen länger. Dann könnte ich vielleicht auch, wenn ich Glück habe, ein paar Seevögel finden und erlegen. Aber das sieht schwieriger aus, als ich mir gedacht hatte. Da habe ich ja letztes Mal schon einige Versuche gestartet. Aber alle sind erbärmlich gescheitert. Und Rook ist jetzt sogar... Rook und Robin sind jetzt sogar so wahnsinnig deprimiert, dass sie ihre Wut... Ja, die See scheint ruhig. Natürlich, klar. Kann man hier irgendwie eine Karte... Ach ja, eine Karte kann man ja öffnen, ne? Hier, Karte. Was ist denn da los? Was heißt das? Ach, Mensch. Hier haben wir so eine kleine Karte von Gransis. Hier haben wir eine Umgebungskarte. Und eine detaillierte Karte haben wir hier auch. Wäre nicht ganz... Ah, Benita South, Bertha South, Dorfkirche, Schwarzes Brett, Fischerhaus. Da gibt es aber viele Fischerhäuser hier. Sternfallbucht, Dorfpier, eine Scheune. Ja, aber... Ach so, Auftrag. Möwenjagd. Verlorener Glaube. Ach Mensch, machen wir doch den mal, den verlorenen Glauben dann. Oder... Wie meint ihr das? Echte Probleme ist, glaube ich, der im Brunnen. Da ist nicht unbedingt alles so gut. Und die Möwenjagd, ja, da werden wir nochmal Auftrag bestätigen. Verlorener Glaube. So, lese ich den mal ganz kurz vor. Ach so, Details. Such das Buch, das Pater Clemente verloren hat. Vermutlich befindet es sich noch im Dorf. So, dann machen wir den mal vorrangig. Und erfüllen den einfach mal, damit wir irgendwas geschafft haben. In, wartet mal, ja, einer halben Stunde Spielzeit. Ja, das ist jetzt ein bisschen erbärmlich. Da schäme ich mich jetzt so ein bisschen für.
So. Hier drin also, ne? Oder auf dem Dach oder wo weiß ich. Schau ich mal um. Öffnen. Öffnen? Diese Zeit zwecklos. Ich glaube, ich muss wirklich mal pennen gehen. Dann kann ich auch hier wieder reingehen zu der Yola oder Lola oder was weiß ich. Ja, klar ist er nicht geöffnet. Es ist ja auch Nachtmensch. Nach der Rook schon wieder. So, hier müsste ich aber reinkommen, oder? Das ist ja... Oh, was haben wir denn hier? Was bist du denn für eine? Die Madeleine. Pfui, was mache ich nur? Was mache ich nur? Da kratzt schon mein Hals. Das ist übrigens eine männliche Frau. Ach, wenn es doch nur einen Helden gäbe, der einen armen... Unseligen Mädchen wie mir beistehen könnte.